Machen Sie Online-Banking? Nein. Warum nicht? Nein. Ich, meine Enkel und die Kinder, ich hab's gar nicht gelernt. Nee, ich hab da was dagegen. Ich hab die Bank bei mir um die Ecke in der Zweigstelle, da gehe ich gerne hin, hab den persönlichen Kontakt. Ich mach kein Online-Banking. Nein. Machen wir nicht. Nein. Warum nicht? Hat sich noch nicht ergeben. Hat sich überhaupt noch nicht ergeben, nee. Rainer und Renate. Wir werden Sie zum BR mitnehmen und Ihre ersten Online-Banking-Erfahrungen mit der Kamera begleiten. Mit Computern kennen Sie sich aber schon aus. Ein bisschen, ja. Na, ich überhaupt nicht. Gar nicht. Oh, dann wird es ja aber sportlich jetzt, wenn Sie mit uns Online-Banking üben. Ja, ja, das sag ich ja, aber es ist interessant. Das Experiment kann beginnen. In der Redaktion haben wir 2 PC-Arbeitsplätze für Sie bereitgestellt. Alle Banken bieten Online-Banking an und rund 38 Millionen Deutsche nutzen es. Die meisten Girokonten werden mittlerweile online geführt. Unsere beiden Neulinge sollen sich zunächst einmal einen groben Überblick verschaffen, wie das überhaupt funktioniert. Eins habe ich schon festgestellt, dass die Online-Konten, also die Gebühren für Online-Konto, günstiger sind, als wenn man das normal macht, herkömmlicher. Online-Kunden sparen den Banken Personalkosten und zahlen deshalb deutlich weniger. Sie müssen sich aber erst mal selbstständig durch die Technik kämpfen. Sicherheitssoftware, Tarngeneratoren und App-Versionen. Jedermanns Sache ist das auf Anhieb nicht. Diese ganze Technik, da blicke ich nicht durch und es interessiert mich auch nicht. Sie sind ein bisschen genervt jetzt, ne? Ja. Ja. Wir haben die beiden erlöst und einen persönlichen Beratungstermin vereinbart. Das kann jeder machen. Manche Banken veranstalten sogar Seminare für Online-Einsteiger, bei denen die verschiedenen Sicherungsverfahren erklärt werden. Weit verbreitet für Bankgeschäfte am PC das sogenannte Chiptan-Verfahren, das für jede Transaktion eine einmalige Geheimzahl erzeugt. Da können Sie eigentlich nichts falsch machen. Ach so. Jetzt Pfeil an Pfeil. Okay. Und jetzt sehen wir im Display, dass es übertragen wird. Wir bieten das Ganze. Unterwegs funktionieren die Bankgeschäfte über das Smartphone. Ein Zusatzgerät ist nicht nötig. Mobile Banking wird inzwischen sogar häufiger genutzt als der PC. Hauptsächlich zwar von den 18- bis 24-Jährigen, aber auch unsere Anfänger haben ihre Berührungsängste verloren. Im Grunde genommen, ich glaube, wenn man wirklich durchblickt, ist es einfach und sehr, sehr praktisch. Bleibt die Frage nach der Sicherheit. Und die wollen wir hier klären. Jeder, der die Bequemlichkeit des Online-Banking nutzen will, kann diese durchaus nutzen. Er muss die Verhaltensregeln und die Sicherheitsregeln beachten, muss sich aber auch gewiss sein, dass er die wirkliche Sicherheit niemals bekommen wird. Und er muss sich auch bewusst sein, dass er auch sensible Daten ins Netz stellt. Welches Verfahren nutzen Sie? Ich nutze kein Online-Banking. Warum nicht? Weil mir da die Sicherheitsproblematik tatsächlich zu groß ist. Trotz gewisser Sicherheitsrisiken haben sich unsere beiden tatsächlich für das Online-Banking entschieden. Am Smartphone war es ihnen dann doch zu kompliziert, aber mit dem PC kommen sie zurecht. Das taugt uns. Okay. Ja, das macht uns wirklich Spaß. Ja? Und die paar Sachen, damit es richtig rund läuft, wir haben ja Zeit. Ja? Da können wir uns richtig einfummeln. Ne? Und dann ziehen wir das durch. Ja, hundertprozentig. Ja. Es ist also machbar, bequem und günstiger als ein Bankbesuch. Wichtig ist, alle Sicherheitsregeln zu befolgen. Den perfekten Schutz gibt es allerdings nicht.